Hallo und herzlich willkommen zum LS19, der Challenge auf dem Zweisternhof mit Mikado und dem Lohnunternehmen Tiger Farm. Servus. Hallo. So, nach letzter Folge von gestern sind wir heute in der nächsten Aufnahme und das Lohnunternehmen gehört mir. Oder ist für mich tätig, sagen wir es mal so. Ja. Leider. Dann gehe ich mal wieder hoch in meinen Channel. Jo, bis später. Bis später. So, liebes Lohnunternehmen, ich habe keine Ahnung, was Sie für mich tun können. Ja. Haben Sie einen Ballenladewagen? Rundballen? Nein, noch nicht. Den kann ich mir aber kaufen. Das wäre nett und dann würde ich gerne einmal Ballen abgefahren haben. Und Ballen, richtig? Jawohl. Ballentechnik. So. Und wir werden... Oh nein! Hatte ich einen kleinen Leck, hey. Wir werden mal zum Shop fahren. Und gucken, was wir tun können. Beziehungsweise werde ich vielleicht noch ein bisschen Gras kurz mähen, damit wir den einen Ballen da noch rauskriegen, weil der ist ja fast fertig. Komme ich da an irgendwie Gras noch dran? Da hinten lag ja noch was. Weil sie die Beine verkauft haben? Bei Agro... Agrova? Agroma, ja. Ich krieg das Gras hier nicht weg, was soll denn das? So viel ist es auch nicht. Schade. Wie viel ist, zu wie viel Prozent ist der Bein fertig? 92. Na, ich schnall kurz das Mehrwerk vorne dran. Mache ich denn? Runter an. Oh, immer noch nicht. Ich will das bisschen halt nicht hier drin lassen. Hier ein bisschen noch am Rand was wegkrieg. Aber du hast da wirklich haargenau am Rand entlang gemäht. So, möglichst viel mitnehmen. Ja, das habe ich schon positiv zur Kenntnis genommen. Soll ich erst hier sammeln? Jo. Ach nee, Mehrwerk ist aus. Was mache ich denn eigentlich heute wieder für einen Humbug? Alter, da fehlt immer noch was. So, jetzt. Nee, so, hoch damit. Gut, dann werde ich mal kurz... Nein! Weil ich mein Mehrwerk umgefahren. Werde ich mal gerade
die Ballenpresse wegbringen und eventuell noch einen Ladewagen mieten. Was kostet denn eigentlich das Ballenabfahren? Das habe ich jetzt auch noch gar nicht überlegt. Also ich würde sagen, daher, dass es jetzt nicht so viel Arbeit ist, nur 100. Also 200 insgesamt. Ja. Okay. Pro Stunde dann. Ja. Unser Feld braucht halt leider noch ein bisschen. Ja, wobei, das ist heute Nachmittag, ist es schon erntereif. Wahrscheinlich. Ja. Wie schnell fahren Sie? 53. Ja, der hier fährt plus 43, das ist so ein bisschen der Nachteil, aber er hat halt viel Leistung. Ach, das war ein Zaun. Und das ist ein Blumenkasten. Ach, wenn man jetzt auch noch fahren könnte. So, wen können denn eigentlich die ganzen Paletten hier? Ich glaube, können mir auch noch ein paar. Ich hatte doch irgendwo einen Ladewagen, ah ja, da drüben. Uiuiui, 24.000 hat das gebracht. Ist ja nicey nice. So, Ballentechnik. Dann 24.000 für 8 Ballen. Jupp, es lohnt sich. Uiuiui, ist jetzt eng hier. Oh. Eine Sackgasse. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, dann fahren wir hier zu zweit Ballen ab. Das gibt richtig Kohle. Aha, der Mikado ist auch am Mähen. Durch das, dass sie schneller unterwegs sind, haben sie ist der Weg egal. Ja. Ja, ich fahre so langsam, ich brauche einen schnellen Weg, einen kurzen. Die Presse hat sich übrigens angekündigt, die wollen gerne mal von einem erfolgreichen Unternehmen ein Foto machen. Das heißt, wenn sie den nächsten Ladewagen voll haben, müssten wir uns mal kurz auf ein Foto treffen. Okay. Beim Silo. Oder bei den Schafen. Ne, beim Silo. Kriegen wir hin. So, dann sind wir auch gleich da zum ersten Ballen aufladen. Ich glaube, das sind gerade so 8 Ballen noch. Ja, waren genau 16, die auf dem Feld waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sind's. Ja, aber es liegen ja noch genügend rum. Stimmt, sie hatten ja noch ums Feld gemäht. Ums Feld und beim Silo, da mache ich gerade. So, dann treffen wir uns gerade mal für ein Foto. Bin gleich da.
Wenn man die Beine nicht wegschubsen würde. So. Der Preis ist hoffentlich geblieben, ja, sind immer noch. So schnell sind wir nicht. Ist gut. Gerade hier rechts an den Ballen. Genau. Also? Ja, so ist gut. Noch ein bisschen vor. Bisschen. So? So ist gut. Ja. Also? Nö, das passt so. Gut, vielen Dank. So, dann starten wir mal die nächste Runde. Ja, aber beim Los. Nein, geradeaus. Ah! Sorry. Bisschen Spaß muss sein. Ja, ja, ich fahre immer links rum an dem Waldstück vorbei. Man ein paar Meter weniger. Aber dafür bin ich schneller. Ja, ja. So, was müssen wir uns... Was wollte ich denn eigentlich noch an Equipment kaufen? Ein Ladewagen haben wir? Ich glaube, die erste Zahlung ist, glaube ich, fällig. Oder noch nicht, noch nicht. Ja, wir... Können wir das addieren? Ja, können wir machen. Die Bank will immer so viele Gebühren bei einer Überweisung. Ja, ich glaube, sie sind etwas falsch gefahren. Ja. Ich kenne mich noch nicht so gut hier aus. Au. Das war eine Laterne. So, hier geht's rund und zwar erstmal wirklich mit Ballen. Mikado macht auch Ballen. Ich weiß nicht, ob er Silageballen macht oder was er tut. Also er hat eine Silageballenpresse. Ah, okay. Also auch die gleiche, die sie gemietet haben. Nein. So. Sind schon wieder 49.000 hier reingekommen. Das läuft wie am Schnürchen. Oh, ich habe die Ballenpresse noch nicht zurückgegeben. Das ist doof, das sind unnötige Kosten. Mein Geschmack ist das hier ein bisschen zu eng. Ja, man kommt rechts rum, meine ich. Wenn man ganz links anfährt, kommt man gut rum. Ich bin gegen gerade eben gegen Zaun gefahren. So, kriegen wir das jetzt noch hin, dass wir heute alle Ballen wegkriegen oder nicht? 6 Stunden haben wir noch. Wird, glaube ich, relativ eng. Übrigens, wer sich wundert, wir haben die Zeit natürlich nicht mehr. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon. Nicht mehr auf 15 tagsüber, sondern auf 5 inzwischen. Dass man auch was wegschafft. Weil 15 ist echt zu schnell. Ja. Da könnten wir ja zwischendrin gar nichts mehr erledigen. Nee. So, Preis
ist immer noch gleich, das ist gut. Und ich hoffe mal, einfach in konkurrentischem Verhalten, dass der Preis, nachdem meine Ballen weg sind, sinkt. Au, Laterne. Die Laternen mögen mich. Ja, das ist doch gut. Oder ich mag die Laternen. So, dann haben wir noch die zwei Ballen hier. Sie können gerade mal vorne bei den Schafen anfangen, die Ballen aufzusammeln. Ja. Ich fahre in die andere Richtung. Gerade um die Schafe rum. Hier liegen auf jeden Fall noch drei. Drei? Nee, wo? Bei den Schafen. Vier. Fünf. Auf der anderen Seite müssten auch noch welche liegen. Ja, liegen auch. Nur direkt beim Schafstall liegen. Fünf. Gut. Hallo? So. Aber ich glaube, alle kriegen wir heute nicht mehr weg. Ich müsste auf jeden Fall noch zweimal fahren. Wir haben noch 3 Minuten ungefähr. So, da bin ich auch wieder voll. Dann haben wir ihn. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal herfahren. Also einmal auf jeden Fall. Ja. Also beide. Am Wald links. Genau. Oh, 2 Minuten reichen nicht mehr. Weiß nicht, was machen wir denn? Irgendwie jetzt mein Traktor ein bisschen kaputt dann. Kann vielleicht einen Serverlex kriegen. Oder einen Server, eher gesagt. Ja. Ich würde sagen, dass sie nach der Fuhre entlassen sind, weil sonst geht sich das nicht mehr aus. Ja. Eigentlich 200 pro Fuhre oder 200 insgesamt oder pro Stunde? 200 pro Stunde. Okay, also 400 plus einmal Anfahrt. Ja, 500. Okay. Sind das dann? Gut, nur dass ich Bescheid weiß. Ja, jetzt haben wir eine Stunde, das wäre zu wenig Zeit. Ach. Oh, jetzt hänge ich an diesen alten Nögel da. So. Ey, das hat sich gelohnt. Ups. Z. Das hat sich richtig gelohnt. Dann gehen wir mal gerade. Hallöchen. Ja. So, wir sind am Ende angelangt. Gleich. Ach, schon. Ach Gott. Ja. Wie schaut's bei Ihnen finanziell aus? Weiß ich jetzt nicht. Also können wir die 9.000 schon an den Lohnunternehmer geben? Ich könnte einen Kredit aufnehmen und dann könnte ich das machen, ja, aber ja, ich hätte jetzt auch so das Geld noch nicht. Ja, wir können es auch Ende der Woche machen, das passt auch. Ja, ich muss halt gucken, je nachdem wann mein Feld fertig ist oder wann ich halt hier das nächste Geld bekomme. Ja. Ansonsten.
Aber von mir aus könnte ich auch einen Kredit aufnehmen und das dann so bezahlen. Das wäre jetzt auch kein Problem. Naja, muss ja noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Ich denke, Ende der Woche wäre es notwendig. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay, gut. Dann bedanke ich mich beim Lohnunternehmen. Achso, das Lohnunternehmen kriegt noch Geld, gell? Ja. Yep. Da vergisst du einfach den Lohnunternehmer zu bezahlen, also. Nein, nein, nein. Fünf hatten wir gesagt, gell? 500. Gut. Dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen bei den Zuschauern, fürs Mitspielen bei euch, für die Helferdienste beim Lohnunternehmen. Und wir sehen uns morgen Abend wieder oder morgen Nachmittag um 14 Uhr. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.